Zwischen diesen beiden Livecam-Aufnahmen, links Karibik, rechts München, liegen knapp 8000 Kilometer, 25 Grad und 1000 Sehnsuchtstränen. Da zu liegen, das wär's jetzt. Aber andererseits, 25 Grad Unterschied ist schon viel. Das packt unser Körper doch gar nicht, oder? Also wir haben ja auch im Frühling und im Herbst oft Temperaturunterschiede, die durchaus mal 10, 15, 20 Grad an einem Tag umfassen. Ich sehe da jetzt keine großen Bedenken. Die Reisemedizinerin empfiehlt ein paar Ruhetage mit viel Schlaf im Schatten. Apropos Schatten. So viel pralle Sonne auf blasse deutsche Winterhaut, das gibt auch sicher Sonnenbrand. Das gilt genauso wie auch hier in Mitteleuropa. Wer aus dem Winter kommt, muss sich natürlich erst langsam gewöhnen. Im Übrigen, Solarien schützen nicht. Die bauen keinen Lichtschutz auf. Und deswegen bitte ganz langsam angehen, ganz hohen Sonnenschutz nehmen, auch nachcremen. Das gelte aber nicht nur bei Fernreisen, sondern für jeden Urlaub. Ein Nachteil könnten aber doch Impfungen sein. Für ferne Länder braucht man wahrscheinlich andere Impfungen als für Deutschland. Es gibt einen empfohlenen Impfschutz, der für Deutschland wichtig ist. Dazu zählt eben Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten als Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Und wenn Sie jetzt eine Fernreise planen, sollte man auch die Kinderlähmungsimpfung noch mal auffrischen. Ein Blick in den Impfpass kann ja eigentlich nie schaden. Ich denke, die meisten der Patienten haben einen ausreichenden Impfschutz, wenn sie jetzt wirklich last minute in ein schönes 5-Sterne-Resort, einen Hotelurlaub fahren. Aber wenigstens fürs Immunsystem ist so eine lange Flugreise im Winter in die Sonne doch schädlich. Also ich denke nicht, dass sie schädlicher ist als im Sommer. Jede Klimaveränderung hat ihre Herausforderungen für uns Mitteleuropäer. Nichtsdestotrotz, wer Lust auf Sonne hat, der soll es dann auch bitte genießen. Die Expertin sagt, die Sonne kann sogar nützen, zum Beispiel bei einer Winterdepression. Und sie füllt unseren Vitamin-D-Speicher auf. Gut für Knochen und das Immunsystem. Na gut, überzeugt. Auch wenn es noch mehr Sehnsucht macht. Eine Fernreise im kalten Winter ist für die meisten wirklich genauso gut, wie es auf diesen neiderweckenden Bildern aussieht. Bleibt der Preis, den man sich auch bei Last-Minute-Angeboten leisten können muss. Für alle, die nicht genug Geld übrig haben, schnell ein Stoßgebet an Petrus. Lass es halt wenigstens so aussehen. Dann kann man es doch auch bei uns ganz gut aushalten.